das Thema lautet ja Treibhaus Ehe. Und obwohl das Thema wirklich inzwischen ja an Aufmerksamkeit kaum noch zu übertreffen ist, obwohl das Thema ja wirklich in den Medien praktisch tagtäglich behandelt wird, obwohl das Thema an oberster Stelle der Weltpolitik angekommen ist, möchte ich trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass es letzten Endes um ein viel größeres Problem geht, nämlich um das Nachhaltigkeitsproblem. Ein etwas sperriger Begriff, um es etwas plastischer zu sagen, wir sind dabei, den Ast abzusägen, auf dem wir sitzen. Das heißt, wir verändern die optimalen Lebensbedingungen, die so günstigen Lebensbedingungen, die wir selbst auf diesem Planeten Erde vorgefunden haben, zum Nachteil der nachfolgenden Generation. Und dieser Mangel an Nachhaltigkeit, also dieser Mangel an das Denken an die nachfolgende Generation, der zeigt sich in Form bestimmter Symptome. Und eines dieser Symptome ist eben der Klimawandel. Beim Klimawandel geht es um Energie und um die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Es geht beim Klimawandel auch darum, etwa, dass wir die tropischen Regenwälder verbrennen. Nun, ich möchte am Anfang deswegen noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es eben auch darum geht, dass wir etwa die Böden zerstören, dass wir die Meere verschmutzen. Wir hatten dieses Jahr diesen gigantischen Ölunfall im Golf von Mexiko, der nochmal gezeigt hat, dass so langsam das Zeitalter des Öls zu Ende geht, denn die tiefhängenden Früchte, die sind abgeerntet. Jetzt müssen wir an die verbleibenden Reserven heran und die kann man nicht mehr so einfach ernten. Da müssen wir dann etwa in die Tiefe der Meere. Der Ölunfall im Golf von Mexiko ist in 1000 Meter Tiefe passiert. Dort ist es dann ungleich schwieriger, mit Unglücken umzugehen. Oder wir müssen jetzt in schützenswerte Gebiete gehen, wie etwa die Arktis, Grönland, Alaska und so weiter. Und es wird einfach immer schwieriger werden, jetzt an die Ölreserven heranzukommen. Und deswegen gibt es eben viele, viele Gründe, uns nochmal darüber im Klaren zu werden, wie wir zukünftig eigentlich Energie erzeugen wollen. Nun, der Club of Rome hatte schon 1972 mit seinem damaligen wirklich aufsehenerregenden Bericht oder Report die Grenzen des Wachstums darauf hingewiesen, dass es eben so etwas wie ein Nachhaltigkeitsproblem gibt. Der Club of Rome hatte darauf hingewiesen, dass wir die natürlichen Ressourcen, die uns die Erde freihaus zur Verfügung stellt, mit einer Geschwindigkeit verbrauchen, das abzusehen ist, dass irgendwann nichts mehr da ist. Und deswegen habe ich das eben so übersetzt mit den Worten, den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Ein ganz einfaches Beispiel ist die Überfischung. Wenn wir so weitermachen mit dem Fischfang, wenn wir immer mehr Fische fangen, als kommen können, dann wird es halt kaum noch Fische geben. Das heißt also, wir sind im Moment in einer Situation, wo wir gemeinsam als Weltbevölkerung versuchen müssen, die Ressourcen, also die Schätze, die uns die Erde zur Verfügung stellt, in einer Art und Weise zu nutzen, dass wir deren Bestand nicht gefährden, aber gleichwohl genügend für alle Menschen auf der Welt vorhanden sind. So viel vielleicht vorweg nochmal zum Nachhaltigkeitsproblem. Nähern wir uns dem Klimaproblem. Ich sagte schon,